Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Search. Bei The Legend of Zelda Flemish Cap. So. Zu meinem Großvater wollte ich. Denn mit dem kann ich noch Fragmente vereinen. So. Das ist also dein Haus. Ein prächtiges Haus hast du. Und wo ist mein Zimmer? Ich geb dir gleich Zimmer, du Sau. Hallo Opa. Onkel meine ich natürlich. So. So, und da ich mich natürlich erkundigt habe, was uns diese Kiste bringt, kriegen wir unser drittes Glas. Endlich. was? So, jetzt müssen wir denn nur noch hinkommen. Das müssen wir theoretisch. Wenn ich jetzt hier lang gehe und dann da lang. Komme ich ja theoretisch da raus, ne? Aha. Aua. Aua, aua, aua. So. Ich fülle sie mit verschiedenen Dingen. ja, genau, Link. Ja, genau. was? So. Jetzt gehen wir mal kurz in die London Farm. Nicht. Ich wollte erst runter gucken. Die haben die fertig, die haben die fertig. So, ich hier schon mal. So, zwei Wände noch. Und dann sind wir durch hierfür. Dann kriegen wir unsere vierte Flasche. So. Für den Spiegelschild brauchen wir den Big Gron. So. Big Gron, dann zeige dich einer. Was? Dahin. Ja, da möchte ich gerne hinreisen. Zum Sela-Wasserfall, denn hier... Oh, da ist so eine Kiste. Die ich per Zufall da platziert habe. Was? Denn nachdem man Fatih besiegt hat, kann man zum Big Ron gehen. Der schluckt unseren Schild. Glaube ich jedenfalls, dass das so war. Und dann kriegen wir ein Spiegelschild. Jedenfalls war das irgendwann mal war das mal so. Aua, aua, jawohl, weg, habe ich gesagt, so. Oh Gott, hier war ich noch nicht. Okay. Ah, da war klar. So. Was gibt's hier jetzt noch? Ach, hier ist bestimmt nachher noch ein Rätsel. Beziehungsweise ein. Wie sagt man? Scheiße. Ein Wasserfallhöhle? Ja, müsste es sein. Du leck mich doch, Alter. Übersprungen. Toll. Echt toll. So. So. Wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist die Frage. Da nicht. Hier. Hier muss das eigentlich gehen. Ja. Hier kommen wir hoch. Hallo, Pick Around. Wie geht es dir? Hallo. Hallo, Pick Around. Zeig your face. Was? Komm, show me your face. Come on. Hey, du Lappen! Ach nee, ich muss ja erst ein Fragment vereinen. Jetzt ist ja aber die Frage, mit wem? Scheiße! Muss ich mich da nochmal fertig stellen? Och nö! Blup. So, wo war Swingle? Der alte Swinger. Wo war der blaue Mistsack? Ich drücke auch immer die falschen Knöpfe. So, jetzt gehen wir erstmal zum Bombendoktor. Ja, meine Bomben haben akuten Verlust. Hallo! Ja, natürlich habe ich so etwas für dich. Heureta. Schreib ich da auch. Heureta, ich habe etwas Neues erfunden. Nein, keine Kiste. Komm, bitte nicht. Alter.
hinein, du dummes Stück Scheiße. So. Ja, und nun? Ist schon scheiße, wenn man es nicht weiß. Ich komme doch hier jetzt durch. Aber ich komme wahrscheinlich nicht durchs hohe Gras. Was ist das da? Doch, aber langsam. Cool, dann können wir hier doch rein. Tada! So. Da rein. Herzteil. Und dann auch noch Eis, ey. Alter, alles. Nur kein fucking Eis. Kann sich das Spiel nicht langsam mal dran gewöhnen, dass ich keine Eisschollen mag? Also, das ist ja wohl mal... Das ist frech. Das ist richtig frech. Das ist das Frechste, was ich je hatte. Das ist frech. Das ist richtig frech, ey. Frech, 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 Alter. So. So, ein Herz noch, dann haben wir schon mal 15 wieder. Oh, Alter, das ist frech. Concentration, Concentration, Concentration und drüber. Und runter zu fallen. Yay! So. So. Die Flasche. Also, ja doch, die Flasche. Die wollte ich mir jetzt holen. Die werde ich mir jetzt holen. Oder auch nicht. Wo waren die nochmal? Ach hier. Ackerbauern. Ach, habe ich schon geholt. Hä? Doch da. Ah, ich bin vergesslich. So. Wo war der blaue? Irgendwo saß diese Potsau. War das ein Tioja-Wald irgendwie? Nee, das war am Königs... Da war im Grabdingens. Hier war das, da irgendwo. Oben links, ja, 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 jetzt weiß ich es wieder. So. Der saß da still und heimlich und hat sich versteckt vor uns. Aber von mir gibt es kein Verstecken. Denn ich werde... Ich finde sie alle. Früher oder später. Ich finde sie trotzdem. Da komme ich noch nicht rein. Da oben sitzt er doch. Da unten sitzt er doch. Dieses kleine Stück Abfall. Und wir kommen da sogar hin. Das ist wunderbar. So. Dann hat das Let's Search nach dem magischen Boomerang. Ach, boah, Junge. So. Auch schon sein Ende gefunden. Quasi, ja. So, ja. Ich muss hier echt alles absuchen, denn mir fehlen nur noch zwei Geronen. Also, ja, zwei Wände. Zwei wundersame Wände. Wollt ihr mich verarschen? Hallo? So. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht ein, ne? Wie komme ich denn dahin? Kann ich darüber schwenken? Nein. Ach so. Alles klar. So. Hier kurz mal. Aber das ist eine Kiste. So, so. So. Da ist eine wundersame Wand. So, eine wundersame Wand noch und dann haben wir unser viertes Glas endlich. Ach ja. Oh ja. Ja, ja, eine sehr robuste Wand, das stimmt. Super. Wo sind wir hier? Sie riecht so lecker. Ja, stinkt nach Goron-Schweiß, ja. Pfui. Ja, gut. Ein noch und dann haben wir das auch hinter uns.
Scheiß. Ich gehe aber nochmal zur Kiste, Alter. Ich bin Kistengeil, ey. Komm hier, gib's mir. Ich glaube, mein Beutel platzt gleich schon. Ja, der wird immer schön voller. Das ist aber schön gemacht, so. Je mehr Glücksfarben man da hat, umso voller wird immer der Beutel. Ist ja auch logisch, aber das passt sich nachher auch an. Das finde ich echt genial. Und davon haben wir sogar noch einen. Swingle, du bist mein Held, ja? Yeah? Du pinke, blaue, ja. So. Und da machen, begeben wir uns auch gleich hin. Nachdem ich hier im Dings war, so. Und hier hoch. Der kann mir nämlich auch. Alter, das wird hier nur Fragmente vereinen und ja. Nur Fragmente vereinen, das war's auch schon. Okay, da machen wir uns dann auch gleich mal hin. Mal sehen, was wir da kriegen. Und man sieht die Grafik, wie sich verändert. Alter, den Umschnitt, Ausriss da. Oha. Ja, die passen perfekt zusammen. Dieses Gewässer war auch komisch, oder? Welches Gewässer? So. Zack. Nun gut, wir kommen unserer... Also, das Problem, was ich nachher habe, ist garantiert, dass mit dem Muscheln... Wir müssen ja Wir müssen alle Figuren haben, damit wir nachher das letzte Herzteil bekommen. Das ist echt so. Denn, der Typ in der Bar da unten, der so sitzt, so breitbeinig, so, schon voll besoffen von seiner Milch ist... der lässt uns nachher in sein Haus. Das ist das Haus, wo der Plattenspieler drin steht und wo das Herz drin ist. Da kommt man nachher erst rein. Scheiße. Das hätte ich mal nicht machen sollen. So, jetzt gehen wir mal hier runter. So, bevor ich jetzt... So. Ich jetzt mal kurz mal den. Ah, alles klar. Glücksfragment war es nur. Schade, 200 Muscheln für den Arsch. Schade eigentlich, weil es ist richtig schade. Weil die hätten wir super gebrauchen können, wenn es zu 50 wieder hätte gesagt. Na komm, scheiß drauf. Aber. Und da haben wir den magischen Boomerang. Jetzt fehlt nur noch das Lichtschild und die vierte Flasche im Inventar. Vielleicht auch nachher noch Fernzünderbomben, so wie ich das haben will. Das sind dann die grauen so. Aber ja. Ist das schön mit diesen... Oh, auf der freien Fläche ist das so geil. ja. Alter. Das macht hier schon wieder so ein Terz hier, ey. Meine Fresse. Er und sein... egal. Was gibt's denn hier Schönes? Ich kann nicht durchschwimmen. Ach so. Ah! Okay, das hätte ich mir auch sparen können. Da gibt es nichts mehr, ne? Ne, nee, alles klar. Gut, dann haben wir das Geheimnis auch gelöst. Gelüftet, ja. Durchlüften ist immer ganz wichtig, sonst erstickt man. So, Ocarina, ab in die Stadt. Und ja, ich möchte gerne dahin reisen. So. Was hatte ich denn jetzt vor? Ne, da war ich schon drin. Ne, da wollte ich auch nicht rein. Oh, ich bin immer vergesslich, das ist nicht zu fassen. So, der. Ne, warte mal. Ich hab da. Also, ich hab das ja immer gerne, wenn das Farbe nach Farbe ist. So, das erste Haus hatte. Ein blaues Dach. So. Was heißt mit der Farbe? Nee, gar nicht, das war eigentlich mit der ist was anderes. Den muss ich nachher sie ansprechen. Oder doch? Na, wer kennt ihn nicht aus Ocarina of Time? Den alten Burschen, der auf dem Bauernhof hilft. Genial! Jetzt kann ich Geld verdienen, ohne das Haus zu vermieten. So, ja, tatsächlich. Kann ich hier rein eigentlich schon? Nee, kann ich nicht. So, das wird sich auch nicht ändern. Das ist Bad. Hallo, mein Freund. Na, was guckst du denn so? Ich bin Gorman, der Makler. Ich suche einen Mieter für dieses Haus. Ein schickes Haus, oder? Allerdings
für eine alleinstehende Frau geeignet. Mehr Leute wären zu laut und würden alle Schnurzi machen. Sag Bescheid, wenn du jemanden kennst. Auf nach Nairo, denn diese wird dieses Haus mieten. Das weiß ich, werde sie befehlen, ich per Gedankenkontrolle und so. Was halt so ein scharfer Typ kann. Warte mal, ich kann wieder. Warte mal ganz kurz. Sehr intelligent, Tobias, echt super. Trottel, ey. Alter Schwede, bin ich dumm. Ah, so ist das. Smetterling. So, dann fahren wir nochmal mit ihr. Gin oder Gin. Kriegt gern was reingesteckt. Was? Noch ein Schmetterling. Und da ist noch die Ding zu? Nee. Kann ja nicht sein. Was haben es eigentlich. Was haben eigentlich diese Schmetterlinge? Was haben die auf sich? Kann ich die fangen oder essen oder. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die drei Damen hier so heißen wie die drei Göttinnen aus The Legend of Zelda oder überhaupt The Legend of Zelda, aber auf Ocarina of Time, wenn man das Spiel beginnt, sind ja diese drei Göttinnen da. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja. So. So, so, so. Ja, tatsächlich ist sie schon hier. Hallo! Oh, guten Tag, Tobias. Bitte. Kommst du ein Talisman? Ich möchte aber kein Talisman. Nein, 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 das möchte ich nicht. Hat sich das ja gelohnt? Das Zeug kommt man einfach voll die Stimmung. Okay. Gut. So. Gott, dein. Oder Gott, also, wie auch immer heißt. Wo stehst du? Du musst hier irgendwo rumlatschen. Da bist du ja, mein Freund. Seht das bei euch hier? So. Das heißt wiederum für uns. Auf zu diesen Bauarbeiter. Ich glaube, wenn man die. Nee. Über die. Ist, Quatsch. Geh ich hin. Klar. So, meine Fall mit dem. Mit Gorg. George. Oder George. Je nachdem, wie ihr es wollt. Du bist ein Arschloch, George, Alter. Ohne Scheiß. Dafür müsste ich ihn eigentlich wirklich schlagen. Immer ins Gesicht, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, das wäre dann wohl was anderes. Gut, das war für diesen Part auch schon wieder alter Schwede. Warte mal. Ich hab doch jetzt Knete, ne? Warte mal, was will der denn da oben, Alter? John. Bingo. Der ist voll im Takt mit seinem Fuß. Oh, jetzt bin ich so motiviert, dass ich ein Haus in 5 Minuten baue. Aha, aha, wer hätte es gedacht? Gut. Okay. Jetzt gehen wir mal zu ihm hin. Das lief am Schild, das war genial. Außer mir hat ach ja, das Haus hat schon hingebaut. Ja, tatsächlich. Fast. Aber steht noch nicht ganz. Nun gut, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Let's Search. Ja, bis dann. Ciao.